Und weiter geht's mit Let's Play Attack on Titan Wings of Freedom. Gut, die Basis ist noch intakt. Der Titan hat genauso reagiert, wie Armin es vorhergesehen hatte. Das sind ein paar seltsame Abnorme da draußen. Aus eigener Kraft hätten wir es kaum zurück zur Basis geschafft. Es war die richtige Entscheidung, ein Risiko einzugehen. Du hast von Anfang an auf Armins Plan vertraut, das ist verständlich. Schließlich kennt ihr euch aus Kindertagen. Er hat eindeutig andere Titanen angegriffen, aber ein Abnorme der Titanen abschlachtet, das ist schwer zu glauben. Wir haben nur dank des Titanen die Basis erreicht. So ein Titan ist das. Und so ein Abnorme habe ich noch nie gehört. Ich traue meine Augen kaum. Wie kann es so einen Abnorme geben? Immerhin seid ihr in Sicherheit, Mikasa. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Vergib mir. Ich habe euch alle hergeführt, ohne die Verantwortung für euer Leben auf mich zu nehmen. Wenn wir dort geblieben wären, wären wir doch ohnehin alle tot. Dank dir sind wir die völligen Vernichtung entgangen. Ja, Mann. Ich will sie verbessern. Oh, das kann ich sogar noch mal verbessern. Läuft. Okay. Haben wir noch einen so blabern? Ne, zwei sogar. Hey Mikasa, was ist mit dem Titan? Wann tauchte er in der Stadt auf und wo kam er überhaupt her? Ich bin nicht sicher, als ich zu mir kam, war er schon da. Hä? Du meinst, er tauchte aus dem Nichts auf und randaliert gegen andere Titanen? Ein Titan, der gegen Titanen kämpft, das ist kein gewöhnlicher Abnorme. Mikasa, wo hast du ihn gefunden? Auf dem Weg zur Basis war mein Gas alle und ich stürzte in die Innenstadt ab. Dort kam ich dann wieder zu mir. Verstehe, ich finde es toll, wie du ihn ausgenutzt hast. Hä? Wer fehlt denn da noch zum Labern? Ah, da. Mikasa, glaubst du, dieser Titan ist ebenfalls ein Abnormer? Du hast dir doch sicher deine Gedanken gemacht, als du mit ihm gekämpft hast. Für mich ist das alles völlig mysteriös. Dieser Gesichtsausdruck, Konyo und Armin guckten so ähnlich, als wir sie fragten. Ich war mir nicht sicher, ob der Titan sich so bewegen würde, wie ich dachte, aber es hat vorerst irgendwie geklappt. Bleib optimistisch, Armin. Finde immer eine Lösung. Was sollen wir jetzt machen? Ja, alles sollten ihre Sachen auffüllen und dann fliehen, wie geplant. Gut, dann stellen wir uns sofort der nächsten Aufgabe. Der Titan tritt gleich wieder durch. Okay. Da bin ich ja jetzt gespannt, was auf uns so erwartet noch. Ich könnte auch wetten, das sind die ersten 12 Episoden wahrscheinlich vom Anime. Ah, ich darf mit den Titanen jetzt spielen. Hammer, geil. Das ist hart. Der geht voll ab. Macht voll Laune. Oh, da hat er ihn gekickt. Voll in die Fresse.
Hammergeil. Der macht zwar die ganze Stadt noch mit kaputt. Aber egal. Zeit für finale Unterwerfung. Das ist immer die gleiche Animation, wisst ihr, falsch, das beeindruckt mich dann direkt kein Stück. Habe ich den jetzt mit einem Schlag gekillt? あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなことを。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？ エレンがあの時巨人に飲み込まれた。 Interessant. Das war jetzt recht interessant. Ich dachte, er selbst wäre der Titan. Aber irgendwie hat er den Titan nur übernommen. Scheinbar. Wie gesagt, Leute, nicht spoilern. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es interessant. エレンやミカサは、まさか。俺たちには
守秘義務が課せられた。言えない。もっとも、隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ。気がついたか、エレン。ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ。なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだ、みんなの目は。まるで、化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば、榴弾をぶち込む。率直に問う。貴様の正体は何だ。人か、巨人か。質問の意味がわかりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで駐屯兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は
人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。Kommandant Pix ist der ranghöchste Offizier der südlichsten Gebiete. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir noch am Leben sind. Du hast uns gerettet, Armin. Es war die richtige Entscheidung, dir zu vertrauen. Ich wusste, dass es dir gelingen wird, die Mauergarnison zu überzeugen. Danke, dass du an mich geglaubt hast. Ich bin froh, dass du und Mikasa nicht jenseits der Mauer fliehen musstet. Das ist eine drastische Maßnahme. Und besonders realistisch ist sie auch nicht. Diese Kraft muss strategisch eingesetzt werden und unter der Einleitung des Regiments. Nachdem die Mauergarnison nicht zu überzeugen war, war das das letzte Mal, dass wir drei zusammen waren. Ich wünschte, sie wären etwas nachsichtiger mit uns. Wenn es hart auf hart kommt, zählen wir auf dich, Armin. Danke, Armin, danke. Dir müssen wir nicht in jenseits der Mauer fliehen. Ich bin froh, dass es geklappt hat, auch wenn es vielleicht nur Glück war. Dein kluger Kopf hat uns schon mehr als einmal gerettet. Das ist dir nur selbst noch nicht klar geworden. Mehr als einmal? Wann habe ich euch je gerettet? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir können später darüber reden. Ja, aber noch mehr laber ich jetzt nicht mit den Leuten. Ich will weiter. Du hattest einen Plan, die Fähigkeit des Titanen zu nutzen und die Stadt zurückzuerobern, oder nicht? Jawohl, Sir. Glaubst du, das könne funktionieren, oder war es nur ein letzter Strohhalm, um euch den Arsch zu retten? Also beides, Kommandant. Ich wollte vorschlagen, dass Erin mit seiner Kraft als Titan den riesigen Felsen bewegen könnte, um das kaputte Tor zu schließen. Eine faszinierende Strategie, so viel steht fest. In Notfrist der Teufel fliegen was. Ich bin zu allem bereit, insofern es uns hilft. Du wirkst vielversprechend, ich habe mich entschieden. Wir werden es mit deinem Plan versuchen. Ja, okay. Aber das, Leute, machen wir dann wieder im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo es wieder heißt Let's Play Attack on Titan. Tschüss, Leute.